Die Stadt Düsseldorf ist sehr schön. Und wenn man in der Ferne an sie denkt und zufällig dort geboren ist, wird einem wunderlich zumute. Ich bin dort geboren und es ist mir, als müsste ich gleich nach Hause gehen. So nett erinnert sich Heinrich Heine an seine Heimatstadt. Und ich grüße euch vom Abwarten auf den Reifenwechsel am Autohaus. Heinrich Heine wird uns in den nächsten Tagen begleiten. Er war ja etwa 15, als er seine Stadt verlassen hat, ist er ja nun 1797 wahrscheinlich oder etwas später geboren und erinnert sich mit einem wunderschönen Gedicht an sie, während ihr Bilder von damals und von heute am Rheinufer in Düsseldorf seht. Mein Kind, wir waren Kinder, zwei Kinder, klein und froh. Wir krochen ins Hühnerhäuschen und steckten uns unter das Stroh. Die Kisten auf unserem Hofe, die tapezierten wir aus und wohnten drin beisammen und machten ein vornehmes Haus. Ganz glücklich war die Kindheit nicht, denn er wurde gehänselt. Als Harry wurde er geboren. Harry, das klingt doch, wie wenn der Straßenkehrer seinen Gaul ruft. Harry, er ist ja Jude, später getauft, und Antisemitismus ist auch in seiner Kindheit verbreitet. Ich freue mich mit euch auf eine Heinrich-Heine-Woche. Euer Ernst.